Damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Little Nightmares. Er hat eine Wurst für uns. Danke, mein Freund. Was? Nein! Was? Was tust du denn? Hier war doch eine Wurst. Warum hast du die scheiß Wurst nicht? Du hast meinen Freund getötet. Nein. Mein kleiner Freund. Oh nein. Alter, wie mies. Und habt ihr da oben gesehen, in der Ecke? Also hier, da oben bei den Weinflaschen, da stand so eine schwarze Erscheinung von mir. Alter, wie mies. Wie mies. Warum, Six? Warum? Da ist sie schon wieder. Sie ist also der Endgegner. Nein. Ich denke mal, wir müssen jetzt auch da rein. Ja, okay. Okay, ist nichts drin. Errungenschaft freigeschaltet. Der Gästebereich. Und ich hatte recht mit den Gästen. Alter. Alter. Jetzt kommt der letzte Bereich, oder was? Kein Spiegel. Spiegel kaputt. Ist aber ein sehr großer Raum hier, ne? Dieses Auge wieder als Bild. Ist hier hinten. Ah, die Musik. Ich liebe diese Musik. Ja, warte, falsche Taste. Diese Tasten. Ne, diese. Ich brauche diese und diese. Da oben. Hier kann man noch ins Zimmer rein. Ich liebe diese Musik, Alter. Wer bist du? Sie hat ihr Gesicht verloren. Sound, Alter. Sie hat eine Maske auf. Oh, da unten. Da unten. Der gelbe Regenmantel. Das sind wir. Weg, hä? Okay.
Aber es kann jetzt noch nichts passieren, weil hier gibt es noch eine Statue. Hallo? Es kann uns nichts passieren. Zumindest jetzt noch nicht. Der Schrank, der leuchtet so auffällig. Aber man hört sie wieder singen, ne? Oder? Ich gucke jetzt extra nach rechts die ganze Zeit. Und jetzt mal schauen, was uns hier erwartet. Da ist sie. Nee. Mit F. What the fuck? Okay. Die ist ein bisschen krass. Das ist also ein Boss. Okay, man muss rennen. Das habe ich nicht gewusst. Jetzt haben wir auch mehr Vorsprung. Ciao. Alter, was für ein Staub da rauskommt, ey. Kannst du das mal sein lassen mit dem scheiß Staub? Ich gucke natürlich noch, ob hier Secrets sind, ne? Weil das würde ich mal schwer vermuten. Kann ich hier hoch? Ne. Hier? Ne. Ich denke mal, wir müssen rennen. Das sieht sehr nach einem Bossfight aus. Wir müssen sie bekämpfen, denke ich mal. Aha. Gut, das ist schon mal sehr gut. Ich denke mal, hier ist aber noch ein Secret, oder? Hallo? Cool. Das sieht voll cool aus gerade. Aber hier ist gerade nichts, ne? Okay. Ich dachte eigentlich über den Secret vielleicht. Ich hab's aber auch mit meinen Secrets, ne? Okay, ich denke mal, wir müssen dann einfach hier durch. Warum? Oh, das ist der Spiegel. Weißt du noch das Riesenauge, was wir hatten? Was da drauf geguckt hat? Wo ist es denn, das Riesenauge? Es muss ja irgendwo hier an der Wand sein. Hey, warte, ich kann nicht nach oben gucken, ne? Doch, ich kann nach oben gucken. Warte, ich brauche wieder zwei Hände. Für die. Ne, die Taste. Nee, die. Ich kann nicht richtig nach da gucken. Ich kann nicht richtig zur Seite gucken. Naja. Falsche Taste. Aber ich sehe auch nichts. Ich sehe kein Auge hier. Was hat es mit diesem Spiegel? Warum sind die Spiegel zerstört? Warum trägt sie eine Maske? Jetzt verstehe ich. Das ist der einzige Spiegel, der noch heil ist. Ich glaube, wir müssen ihr wahres Gesicht ihr zeigen. Oh oh. Gut. Hat ja nicht so gut funktioniert. Scheiße. Ich glaube, wir müssen uns da hinten hinstellen und ihr das zeigen, ne?
kann das sein? Kann es sein, dass man einfach nur das Feuerzeug anmachen muss? Ich verstehe das nämlich gerade nicht. Das ist ein bisschen weird. Aber ich denke mal, wir müssen uns auf diesen Tisch da hinten stellen. Mit dem Spiegel. Also man kann ja auch damit springen, ne? Das sollte man vielleicht nicht mit dem Spiegel machen. Aber ich denke mal, wir müssen so schnell wie möglich da hinten hin einfach. Echt nicht. Ich verstehe es halt wirklich gerade echt nicht. Man muss irgendwas mit diesem Spiegel machen. Hallo? Ach, man muss in der Mitte bleiben. Ah, okay, hier sind immer so. Hä? Hä? Ich dachte jetzt, man muss mit dem Spiegel irgendwie. Hä? Okay, man muss in diesen Lichtkreisen bleiben. Okay, das haben wir schon mal rausgefunden. Oh. Ich habe keine Ahnung, wie mehr. Was man hier machen muss. Also. Also Lichtkreise. Moin. Hey. Erdschrulle. Hier ist der erste Lichtkreis. Der geht jetzt hier rüber. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich probiere jetzt noch einmal noch eine kleine Sache, aber ich probiere jetzt eine Sache mal. Warte. Ich denke mal, man muss sie einfach angucken, so, ne? Also, so schätze ich es zumindest. Hier, bitteschön. Mir schon, aber warum hat das eben nicht funktioniert? Da ist der Lichtkreis. Okay. Jetzt haben wir es raus. Ich denke mal, dass sie drei Leben hat. Ja, in der Mitte. Von wo wird sie kommen? Mehr Leben als die 5 Leben vielleicht. Oder 4? Boah, hat doch gezählt zum Glück. Ich dachte, ich gehe da wieder rum. Ach nö. Ach komm, Alter. Willst du mich verhunepiepeln?
So, ich setze hier aber mal einen Cut, glaube ich. Und wir sehen uns dann gleich beim vierten Leben wieder. So, hier nach dem Cut. Diese Folge bekommt nicht am Ende noch was nach dran geschnitten. Das ist dann in der nächsten Folge. Also an dieser Stelle endet diese Folge. Ist ein bisschen kurz geworden mit 15 Minuten. Ja, ist aber nicht schlimm. Also in der nächsten Folge geht's weiter mit dem Bossfight ab der vierten Phase oder so. Ich glaube, vierte Phase. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.